Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute haben wir uns neue Verstärkung geholt und wir sind einmal der David. Hallo David. Hallo, guten Abend von mir. Und wir haben uns den Raphael geholt, gebeten. Und er ist unserem Ruf gefolgt und erhält uns mit seinem Wissen. Hallo, Raphael. Hallo auch von mir. Ja, heute die dritte Folge und die zweite in unserer Geschichtsstunde und zweite Folge heißt Zweites Zeitalter. Ach, ich habe gerade irgendwie so eine abgebrochene Stimme, aber das kriege ich auch noch hin. Das zweite Zeitalter. Bevor wir damit anfangen, möchte ich gerne wissen, Raphael, was bist du? Was wissen wir ja? Ja, wer bist du? Woher kennt man dich? Aus Funk und Fernsehen oder? Ja, ich weiß das nicht, aber zumindest der ein oder andere DSA-Fan hat bestimmt schon von mir gehört. Genau, ich bin seit rund knapp 10 Jahren als DSA-Autor dabei und habe in verschiedenen Publikationen mitgearbeitet und habe mir zuletzt doch einen gewissen Fokus auf ein Volk gelegt, was ganz gut zum zweiten Zeitalter passt, nämlich die lieben Riesen. Da habe ich ein bisschen was zugeschrieben in Donnerwacht, bei Torwald eine kleine Kleinigkeit zumindest am Rande und habe auch noch viele Ideen und Sternträger, werdet ihr auch was dazu finden vielleicht. Deswegen, die habe ich besonders gern und da freue ich mich, einem riesigen Ruf heute folgen zu können sozusagen. Ja, das freut uns. Wo du gerade Sternträger erwähnt hast, hast du da irgendwas gehört zufällig? Gibt es da irgendwas? Irgendwie, außer es dauert noch, glaube ich, ne? Ich kenne auch nur die Veröffentlichungsdaten, die im F-Shop angegeben sind, aber zumindest, ich bin mir sicher, dass es kommen wird. So viel kann ich sagen. Und es ist ja auch so, dass Nico, hat es ja letztens schon offiziell gesagt, dann darf ich es auch wiederholen, wir haben mittlerweile bis Teil 5 schon geschrieben. Das heißt, allein deshalb ist es ein gutes Zeichen, dass man sicherlich weitermachen wird. Ja, da wird es sehr spannend. Wir hoffen, dass alles bald zur allseitiger Zufriedenheit geklärt wird und dass wir dann die Kampagne weitermachen können oder anfangen, je nachdem. Ich freue mich auch schon drauf, sie mit meiner Runde endlich in aller Schönheit spielen zu können. Okay. Was hast du denn, also du hast im mitgeschrieben im jetzt in den Sternträgern. Was hast du davor gemacht noch so, das letzte? So aus DSA 5 vielleicht? Genau, also wie gesagt, ganz aktuell ist Torval eins der Hauptprojekte gewesen, wo ich sehr, sehr viel aufgewendet habe. Und davor waren es eher so kleinere Zulieferungen bei dem Bestiarium 2 oder bei dem der Spielhilfe, dieser Meisterschirm. Katakomben und Kavernen heißt er, glaube ich. Da bin ich immer gut für so ein paar Settings, die man da einbauen kann. Cool. Und natürlich, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, weil es mal was ganz anderes war, Fauler Frühling als Abenteuer, weil wir auf dem Kaiser-Raul-Konvent ja tatsächlich das mit der Menge von 20 Leuten, die wir waren, das Abenteuer quasi skizziert haben. Und ich habe es dann hinterher ausformuliert, natürlich noch ein bisschen angepasst. Das war echt eine schöne Erfahrung. Auch. Cool. Hat echt Spaß gemacht, mit den Leuten das zusammen zu erarbeiten. Ja, na dann, was hast du denn bei Torval geschrieben? Ich habe sehr viel mit David, der teilweise zusammen was gemacht. David und ich haben uns zum Beispiel um die Magie gekümmert, ein Stück weit. Ich habe relativ viel über die Regionen, also die Torvaler Teil geschrieben, das Landkapitel am Anfang und natürlich das Auf ins Abenteuer, ein paar von den Zusatzabenteuern, die in dem Erweiterungsband drin sind. Und David, was hast du da geschrieben? Neben der Magie, die Raphael schon erwähnt hat, habe ich eine ganze Menge geschrieben für die Rüstkammer, also für den Ergänzungsband zu Waffen und Ausrüstung. Ich habe einige der Personenbeschreibungen übernommen und das Kapitel zu Handel und Wandel, also Rechtssystem und ja, alles rund ums Thema Handel. Das ist ein etwas kürzerer Abschnitt in der Hauptregionalspielhilfe. Ich musste jetzt auch gerade überlegen, weil das ja doch auch also schon einen Moment her ist, dass ich damit angefangen habe und dass auch die Abgabe einiger Texte liegt auch schon eine ganze Zeit zurück, aber das war es im Wesentlichen. Und was habt ihr da jetzt in der Magie geschrieben? Also, was habt ihr da gemacht? Das ist ja dieses kleine Kapitel, das ist gar nicht so lang gewesen, aber zumindest unser Teil war nicht so lang, wo es um die Beschreibung gibt, was für magische Professionen gibt es denn eigentlich und wie stehen sie in Torval? Das haben wir uns aufgeteilt ein Stück weit und haben dazu was gemacht. Also wertetechnisch haben wir nichts gemacht, also hier die Runenschöpfer oder was auch immer. Das kam natürlich dann von den Werteprofis, sage ich mal. Aber was über die verschiedenen möglichen Professionen in Torval, dieses ausformulierte Kapitel, das hatten wir uns aufgeteilt. Ah, cool. Und David, du hast gesagt, du hast jetzt für die Rüstkammer geschrieben. Also du kriegst dann die Info, hier das Torvaler Entermesser. Schreib mir eine Viertelseite dazu, wie toll es ist. Oder was machst du da?
Ja, so ein bisschen geht es tatsächlich in die Richtung. Also es ist klar, jeder Held hat nur zwei Hände und kann nur eine beschränkte Anzahl an Waffen mit sich tragen und damit gleichzeitig kämpfen. Aber trotzdem ist es für viele DSA-Spieler offenbar ein starker Reiz, eben in diesen Ausrüstungsbänden auch zu blättern und zu schauen, jetzt habe ich eben einen Helden, der kommt aus einer ganz bestimmten Gegend oder hat einen bestimmten Hintergrund, eine bestimmte Pression und jetzt will ich für den auch eine authentisch passende Waffe haben. Und die Texte, also die Waffenbeschreibungen, da ist es meistens so, es gibt so ein einleitendes Zitat, was Einstieg quasi gibt in die Waffe, entweder das Zitat eines Schmiedes oder eines Helden, der die Waffe geführt hat, oder eines Beobachters, der gesehen hat, wie sie im Einsatz eingesetzt wurde. Dann wird beschrieben, wie die Waffe eben einfach aussieht. Es gibt da ja auch zu jeder Waffe oder zu jeder Rüstung, zu jedem Ausrüstungsgegenstand eine eigene Illustration, aber es wird eben nochmal beschrieben, wie aus welchem Material besteht die Waffe, wie sieht die aus, wie ist die hergestellt worden. Und dann sind meistens noch ein paar Sätze dabei eben über die Anwendung, also wo ist sie vielleicht besonders verbreitet, eben eher bei den Torwallern auf See, die auch auf Plünderfahrt fahren, oder ist es eher eine Jagdwaffe eigentlich, die vielleicht eher an Land gebräuchlich ist? Ist es vielleicht eine Waffe mit einer besonderen Tradition und die in der Überlieferung auch eine große Rolle spielt? Und genau, im Wesentlichen ist es das. Also ich glaube, vielen, vielen Spielern, die diese Ausrüstungsbände kaufen, geht es auch gar nicht so sehr darum, jetzt die eine perfekte Waffe zu finden, die jetzt genau die eine ist, sondern es geht ihnen eben mehr darum, auch so ein Stück weit ein Gefühl für die Region zu bekommen und für die Menschen dort durch die verschiedenen unterschiedlichen Waffen, weil eben die Waffen in Torwall auch anders aussehen und eine andere Verwendung haben als jetzt vielleicht im Mittelreich oder im tiefen Süden Aventuriens. Und von daher sehe ich das auch so ein Stück weit als, wenn man sagt, das hat einen touristischen Aspekt, auch die Region kennenzulernen, ist das auch so ein Stück weit eine Besichtigungstour durch die Region. Ah, okay. Und kriegst du erst das Bild oder wird das Bild nach deiner Beschreibung gemacht? Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also bei Torwall war es jetzt so, es gab tatsächlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schon für fast alle Waffen entweder eine Skizze oder es gab ein reales Vorbild, dass man gesagt hat, das sieht ungefähr so aus wie die reale Axt XY. Und das erleichtert manchmal schon, weil man eben selbst auch ein Bild im Kopf hat, wenn man sich an den Text macht oder vielleicht gleich eine Assoziation hat, wie könnte man sich die Waffe vorstellen, wie die eingesetzt wird im Kampf. Ich hatte es aber auch schon, den umgekehrten Fall tatsächlich, dass ich die Waffen zuerst beschrieben habe und danach die Illustrationen kamen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie der Arbeitsprozess ist und wie früh oder wie spät ich auch dazu stoße. Ah, okay. Ich habe immer nur gehört, dass manchmal die Illustrationen und die Texte praktisch von einer Person in Auftrag gegeben werden, aber dass die Ausführung dann von unterschiedlichen ist und dann ist dann das Bild so anders vom Text. Dann ist immer die Frage, was man jetzt ändert. Hattet ihr sowas schon mal? Also, dass ihr euren Text ändern musstet, weil das Bild anders aussieht? Ich hatte das mal, aber selbst verschuldet, hätte ich fast gesagt, in Donnerwacht. Da habe ich nämlich eine Szene selbst beschrieben. Ich habe sie im Abenteuer geschrieben und ich habe auch das Bild beschrieben. Ich weiß nicht, ob ich was spoilern soll zum Abenteuer oder lieber nicht an der Stelle, aber da gibt es eine Szene, die ich mir cool vorgestellt habe. Dann hat der Illustrator sie aber anders verstanden als ich. Und ich fand das Bild so viel besser als das, was ich beschrieben habe, dass ich Nico gesagt habe, ich muss nochmal den Text kurz ändern, weil das ist ja so viel cooler eigentlich, wie das auf dem Bild aussieht, als was ich da im Kopf hatte. Also das habe ich schon mal aus, ich sag mal, aber selbst verschuldet, weil ich es nicht genau genug beschrieben habe, aber eigentlich war es ein super Effekt, weil das nochmal, da habe ich gar nicht dran gedacht, was sich damals der Zeichner vorgestellt hat, war aber total begeistert und das konnte noch geändert werden zum Glück. Und David, bei dir? Ja, ich hatte da auf jeden Fall auch eine steile Lernkurve. Also, dass ich festgestellt habe, eben das Bild, was ich im Kopf habe, ist nicht automatisch das, was ich dann mit 5 Sätzen beschreibe. Und daraus wird dann wieder was anderes, wenn es der Künstler oder die Künstlerin liest und versucht, in ein Bild zu verwandeln. Und ich mache es inzwischen tatsächlich oft so, wenn ich kann, dass ich eben auch selber mal einfach im Internet suche nach Bildern, die so ein bisschen was Ähnliches wiedergeben und sage, dann schicke ich den Link mit oder schicke auch mehrere Links mit und sage, vom Stil her so oder vom Aufbau so. Das ist oft ganz hilfreich, um dafür zu sorgen, dass man zumindest eine ähnliche Vorstellung hat. Ich werde auch oft positiv überrascht. Also meistens ist die Überraschung positiv, dass ich denke, boah, das ist viel, viel lebendiger, viel, viel besser, als ich es mir vorher vorgestellt habe, als ich die Beschreibung verfasst habe. Aber es hilft eben so ein bisschen, je mehr Details man liefert als Autor, desto höher ist die Chance auch, dass das, was die Künstlerin oder der Künstler zeichnet, dem nahe kommt, was man sich vorgestellt hat.
habe ich auch bei den Sternträgern insbesondere so gemacht, wenn es um die Hochelfen ging, um Personen, dann habe ich mir teilweise wirklich Bilder vom Herr der Ringe oder wo auch immer nochmal mitgeschickt, sagt hier so die Gewänder ungefähr, ne, was die da tragen, in die Richtung stelle ich mir das auch vor, weil das sicherlich hilfreicher ist, als wenn ich versuche, hochelfische Gewänder zu erläutern. Okay, gut. Wollt ihr noch irgendwas erzählen, bevor wir mit dem zweiten Zeitalter anfangen? Habt ihr noch irgendeine Anekdote? Für den Roman. Notfalls, oder? Genau, vielleicht gibt es ja noch. Wenn wir Zeitalter über Anekdoten stolpern, dann fügen wir die ein. Okay, dann fangen wir mal mit dem zweiten Zeitalter an. Also das erste Zeitalter ist durch. Wir wissen, es gibt jetzt eine Zeit, was uns in der Erzählung hoffentlich helfen wird. Ich gehe davon aus. Wenn ich mich recht entsinne, David, die Götter haben Alvaran entdeckt oder die Unsterblichen. Und ein Teil davon, unter anderem der Güldene, hat sich als ihr Anführer gesagt, ist meins und wir sind jetzt hier und der Rest kommt nicht mehr rein. Genau, es ist genau wie im vollen U-Bahn-Waggon. Die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt und im zweiten Zeitalter sind das im ganzen 27 Plätze, die vorgesehen sind, nicht die 12, die später in der 12 göttlichen Mythologie auch unveränderlich betrachtet werden. Und diese Plätze sind eben besetzt von einigen der Unsterblichen, während andere die Möglichkeit nicht haben. Und dann, ja, damit nicht unbedingt einverstanden sind mit diesem Zustand. Okay. Aber warum ist es denn begrenzt auf 27? Also ist es Platz oder ist es einfach nur, die haben sich zusammengetan und haben nur gesagt, mehr kommen nicht rein oder was ist da passiert? Ich würde sagen, vereinfacht gesagt, das ist das Mysterium von K, es ist schwer erklärbar. Tatsächlich, jetzt ändert sich die Zahl, die genaue Zahl der verfügbaren Plätze ändert sich auch ein Stück weit von Zeitalter zu Zeitalter. In der Regel werden es weniger, was vielleicht auch dafür spricht, dass die Entitäten, die dort einen Platz gefunden haben, einfach an Macht zugewinnen und damit eben auch eine gewisse Verdrängung auslösen. Und es ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt einfach, dass mit diesem Zugang zu Alvaran eine besondere Machtfülle oder Machtstärke einhergeht und die eben ja nicht auf beliebig viele Wesen verteilt werden kann. Oder ja, man könnte das auch so interpretieren, dass man eben sagt, die sie haben, wollen sie nicht weiter teilen. Mal so verstanden, dass es ja gewisse Aspekte gibt oder ne, ich sag mal, oder Tugenden, wie man das nennen möchte, die den Göttern zugeordnet sind. Und ich sag mal, wenn alle vergeben sind, dann gibt es halt auch keinen Platz mehr. Und in der späteren Zeit sind es halt eben so, dass die einzelnen Götter mehrere Aspekte oder Tugenden auf sich vereinen, sodass dann ganz automatisch die Zahl kleiner wird. Und am Anfang ist es halt eher noch mehrere Götter mit jeweils einer. Also so habe ich es mir zumindest rausgelesen, auch aus Informationen. Wobei ich glaube, das ist erst am Ende des zweiten Zeitalters, dass das ist so dieses, ist jetzt praktisch der Vorgriff, wie es denn endet, dass sich sie beschließen, dass es Aspekte gibt und Leute geben muss oder Unsterbliche, die das dann machen. Jetzt im Moment sitzen ja ein paar Götter drin, unter Vorsitz vom Goldenen, dann als Berater Nandos. Praios ist, glaube ich, der Gott des Wissens, oder? Nee, Gott des Wissens ist Nandos. Er ist der Praios. Gott des Lichts, also was ja ähnlich genau. Dem ist, was auch, ja. Dann ist Hermes, ist Fex, also der Bote ist in dem Fall Fex, also mit dem griechischen Hermes sozusagen. Also können wir uns ab sofort Fex als so kleinen, dicklichen Mann mit Windel und kleinen Flügeln vorstellen. Dann, wen haben wir denn noch? Derjenige, der auf die Kriegerin sozusagen, Mithrida, die Streiterin der Götter, habe ich noch nie gehört. Ist die heutzutage anders bekannt unter anderem Namen oder wird die irgendwann in den Zeitaltern einfach verloren gehen? Also ich glaube, wenn ich jetzt nichts übersehe, dann verschwindet die tatsächlich mehr oder minder spurlos erstmal im Geschehen. Zumindest habe ich auch gestutzt, als ich den Namen das erste Mal gelesen habe. Das ist, glaube ich, keine Entität, die später noch unter dem Namen häufig aufgekommen ist. Dann hier zur Seite steht Graufang. Graufang hört sich schon nach einem Drachen an. Ist es ein Drache? Ist ja einer von den Himmelswölfen, ne? Graufang im Hintergrund habe, ne? Der also aus dem heute, ich sag mal, nivesischen Kanon, würde man sagen, zugeordnet ist. Ja. Graufang und Gorfang waren, glaube ich, die zwei Brüder, meine ich, oder? Irgendwie so, David, du bist der Firma als ich, glaube ich, bei den Nivesen. Ja, genau. Ich bin aber auch, also Graufang ist ja der
Der Zornige, der auch, ja, also den vielen DSA-Spielern aus der Kampagne von den sieben Gezeichneten bekannt ist, weil er eben das sechste Zeichen später verkörpert, genau, und ist, ja, also im Grunde scheinbar ja gar nicht so weit weg von der Streiterin der Götter, auch so der das Wesen fürs Grobe, das ja, Strafe und Ordnung durchsetzt. Mhm. Nochmal dann kurz, wenn ich mal zurückgehen darf, zu Mithrida. Ich muss gerade mal kurz blättern, weil ich hatte den Namen doch noch im Kopf gehabt. Das ist doch diese eine Legende, die stirbt doch, weil sie eine der Sicheln übergeht am Ende. Ne? Das ist doch die Geschichte, ich weiß nicht, wo sie steht, dass im Kampf gegen die vielleibige Bestie die Götter in Schwierigkeiten geraten. Und dann ist Mithrida nämlich eine, ich hatte es auch so assoziiert, die sich selber quasi als Götterschwert macht, in Anführungszeichen, und mit Mithrida als Schwert und den Sokramur und weiß nicht mehr, wer die dritte war, Hazafar, glaube ich, wird dann der Gigant erschlagen, aber sie selber sterben dabei auch und werden zu den drei Sicheln, rote, gelbe und schwarze, aber frag mich nicht, welche von denen Mithrida ist. Eine von den drei Sicheln. Also sie gibt es noch als Gebirge heutzutage und ich müsste mal ein bisschen mein Wissen auffrischen, aber es ist eine der Sichelgebirge, aber dadurch ist sie dann auch tot durch den Kampf gegen die vielleibige Bestie gesandt. Sie gibt ihr Leben das Gute. Aber die vielleibige Bestie, das ist dann irgendein späteres Zeitalter, oder? Oder kommt es jetzt noch? Nee, das ist im fünften, glaube ich. Das ist der Kampf gegen den Namen. Späteren Zeitalter, nicht im zweiten, genau. Ja, das kommt in einem späteren, okay. Aber deswegen hört man heute nichts mehr von ihr. Das war jetzt. Oh, dann müssen wir sagen, Achtung, Spoiler. Ja, sorry. Irgendwann später wird was passieren, aber deswegen kennt man heute Mithrida nicht mehr. Obwohl wahrscheinlich, wenn die so eine Sichelgebirge ist, wette ich mit euch, da gibt es mindestens drei Hexenzirkel, die da irgendwie an irgendwelchen sturmumtosten Bergen tanzen und hoffen, dass sie wiederkehren wird oder so. Mhm. Obskure Kulte. Genau. Das war die rote dann, ne? Mithrida die rote. Ich glaube, Sokramur ist die schwarze, ne? Und dann wird es wahrscheinlich Mithrida die rote sein, ja, das kann gut sein. Das heißt, sie ist die rote Sichel und das haben wir ja im Theaterritter, sind wir ja im roten Sichel, ne, unterwegs, wenn ich mich recht entsinne. Da gibt es auch einen Teil von ihr. Also jetzt so ein Mini-Spoiler, der nicht ganz soll, aber man kann da ein Stück von der roten Sichel bekommen und damit die Waffen schärfen und besser machen. Roten, dass ich die Theaterritter nicht so präsent habe. Wir sind in meiner Gruppe gerade im letzten Teil, deswegen weiß ich es noch so grob. Alles klar. Mhm. Okay, dann Charybda hat über das Wasser geherrscht. Charybda, das hört sich auch schon so kryptisch an, aber da kommen wir, glaube ich, noch dazu. Zarturia über Humus und Marda über die Magie. So, und jetzt haben wir die drin sitzen, also die zehn wichtigsten, oder in dem sich unsere Erzählerin noch erinnern kann. Aber wer steht denn vor der Tür und möchte rein? Wer klopft denn da? Ja, im Grunde alle, die draußen geblieben sind und mit dem Zustand nicht zufrieden sind. Und in der Historia wird beschrieben, dass Ingerim, den die Zwerge als Angrosch verehren, quasi der Anführer ist oder der die anderen aufgestachelt hat und gewonnen hat für diesen Zug, um sich auf dem Wege gewaltsam quasi Zugang zu verschaffen zur fünften Sphäre. Und ebenfalls genannt werden die späteren, als Teil der späteren Zwölfe, Effard und auch Firun und Rashtul und auch Ogeron, von dem ja die Oger, das Volk der Oger, abstammen. Hat er was mit dem, der hat aber nichts mit diesen, warte ich, bei den Elfen, im Elfenturm Oderon oder wie hieß der? Ja, genau, ich glaube, das sind tatsächlich, kann Raphael wahrscheinlich mehr zu sagen, aber ich glaube, das sind tatsächlich unterschiedliche. Raphael, bist du noch da? Steht bei uns nämlich nicht mehr da und vielleicht ist er gerade rausgeflogen. Oderon war heißt der, jetzt fällt es mir gerade ein. Oderon. Also mit Dora und nicht mit Gevi Gustav. Okay. Oh Gott. Ich glaube, er ist wieder gekommen. Ja, hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Entschuldigt, ich bin irgendwie rausgeflogen bei Discord. Ja, es ist irgendwas immer, aber sind wir gewohnt. Okay. Ich wunderte mich, warum David nicht weitergesprochen hatte plötzlich, aber ich stelle dich fest, ihr seid beide so eingefroren. Okay. Wir haben gerade gesagt, dass Ogeron mit draußen stand, von dem die Oger kommen. Und dann hatte ich überlegt, gab es nicht so einen ähnlichen Namen im Himmelsturm, aber das war ja Oderon, oder? Ometeon ist der Himmelsturm und ansonsten. Ist da nicht irgendein der Anführer oder so, der in den Romanen oder jetzt in den Phileson-Romanen waren die ja auch da und unten, und da wird ja immer umgebracht von hinten? Ometeon ist das, ja. Ach, Ometeon, nicht. Okay, also der Himmelsturm heißt Oderon, was? Nein. Ometeon ist sowohl der Name des Himmelsturms als auch des genialen Schöpfers, der so vielleicht ein bisschen
Ja, Bescheidenheit stand ihm nicht so dazu, hat also den Turm erstmal nach sich selbst benannt. Das ist der, der genau in der bekannten Phileason-Saga und auch in den neuen Bänden natürlich seinen Tod immer wieder neu erleben muss als Strafe der Götter, weil er an ihn gefrevelt hat sozusagen. Ja. Ah, okay, gut. Also dann hat er mit dem nichts zu tun, hört sich nur ähnlich an. So, jetzt kämpfen die Götter, hauen, wie machen die das? Sie manifestieren sich zu großen zweibeinigen Schildschwertkämpfern und schlagen aufeinander ein, oder was passiert da? Raphael, vielleicht kannst du mir das erklären. Ich würde mir ehrlicherweise, habe es mir immer so vorgestellt, ne? Auch bei diesen Geschichten, wo es um den Kampf um Alvaran ging und die Götter und die Giganten, mhm, die an den Festen rütteln, das ist sicherlich auch nur bildhaft gemeint, aber in meiner Vorstellung sind das wirklich die vielleicht 16 Meter großen Riesen, in Anführungszeichen, die ja mal, alles muss ja besser sein, wenn es die Götter sind und Giganten, die da wirklich hochsteigen und versuchen da ähnlich wie so eine Feste von Minas Tirith zu erobern oder irgendwie sowas. Also so habe ich mir tatsächlich vorgestellt immer, ja. Okay, und David, wie ist das wirklich? Also genau, ich finde diese Vorstellung auch sehr, sehr bildhaft und irgendwie greifbarer. Unsere Erzählerin in der Historia sagt, dass es stärker als dieses tatsächliche dingliche Aufeinandertreffen von Streitern, mehr war ein Aufeinandertreffen von elementaren Gewalten, also von Feuersbrünsten und Sturmfluten, die versucht haben, sich ein Element das andere zu überwinden und dabei eben auch große Verwüstung geschaffen haben und dieses Kräftemessen eben auch nicht in der zeitlichen Dimension stattgefunden hat, wie eben Menschen, Elfen, Zwerge, Orks, die eine Schlacht führen, sondern über einen viel längeren Zeitraum. Und was dann aber tatsächlich hinzukommt, ist, dass die Unsterblichen auf den Gedanken kommen, sich eben auch über diese Naturgewalten hinaus Unterstützer zu schaffen, die ein Stück weit mobiler sind. Also während eben der Vulkanausbruch nur an der einen Stelle wirkt, kann ein Feuerriese sich bewegen und ist dann eben, kann nach getaner Zerstörungsarbeit oder Kampfesarbeit weiterziehen zum nächsten Ort und dort den Kampf fortsetzen. Und das wird geschildert als so der Moment, wo die ersten Lebewesen auch ganz gezielt und bewusst erschaffen wurden als Unterstützer oder Dienervölker auch der Unsterblichen. Also Raphaels Spezialität wird jetzt erschaffen. Die Riesen sind da explizit genannt im zweiten Zeitalter, genau. Wobei Riesen tatsächlich dann auch eine, zumindest so wie die Beschreibung ist, ein bisschen übergreifender Wort ist als nicht das, was wir heute als Riese bezeichnen würden, weil ja beispielsweise die Feuerriesen vielleicht doch eher das sind, was man heute Zyklopen nennt. Also so darf man sich eins zu eins bildlich sehen, aber ja, genau, die ersten Riesen werden erschaffen. Und ich habe mal versucht rauszukriegen, aber habe es nicht geschafft, wann die heute noch bekannten Riesen denn eigentlich erschaffen sind, ob die auch schon damals aufgetaucht sind. Mhm. Das weiß man leider nicht so genau. Wie man sich das so vorstellt, ne, die ersten Avatare sind natürlich besonders groß, besonders mächtig, sicherlich auch mit gewissen Fehlern dann ausgestattet, wie das so ist. Soll genug gute Gründe geben, warum es heute nicht mehr so viele Riesen gibt. Aber das sind die definitiv mit Trollen, glaube ich, zusammengenannten Ersten, die da hinkommen. Interessanterweise deutlich vor den Drachen zum Beispiel. Die kommen erst, will nicht verraten, wann, weil wir nicht spoilern wollen, aber die gibt es noch nicht im zweiten Zeitalter. Okay, und wer kam auf die Idee? Also wer hat gesagt, ich brauche jetzt eine Armee? Ich glaube nicht, ich hatte nicht gesehen, dass es ein einzelner Gott war, sondern es ist dann eher tatsächlich genauso ein bisschen, die Feuerriesen werden von Ingerim erschaffen, wenn ich es richtig gesehen habe, und Firun erschafft dann solche Reifriesen oder so etwas, also das, ich weiß nicht, ob es eine Absprache gab oder irgendjemand hat angefangen, wir hatten ja vorhin gesagt, Zatuaria ist da, ist vielleicht der würde ich es zutrauen, dass die ersten gemacht hat, was Neues schaffen sozusagen, aber da gibt es keine, also ich habe keine Stelle gefunden, David, korrigiere mich, wenn du was anderes weißt, ja. Ja, also da ist auch die unsere Erzählerin so ein bisschen, also ich glaube, sie hat das auch so ein bisschen, sie schränkt ja oft wieder so ein bisschen ein und sagt, es könnte so gewesen sein oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ich glaube auch, sie nennt Ingrim als erstes, passt natürlich auch zur zwölfgöttlichen Vorstellung, dass Ingrim so der Handwerker und der Erschaffer ist, der die kreativen Ideen hat und tüftelt und Dinge baut und dass dann aber eben die anderen das auch direkt nachvollziehen und sagen, dann nutzen sie auch ihre Fähigkeiten und ihre Hoheitsgebiete über die Elemente, um da ähnliche Wesen zu schaffen. Ich bin ja auch immer ein Freund, ehrlicherweise, davon, dass man Texte, also ich meine, wir reden ja von einer Erinnerung, die hier gesprochen wird und jetzt mal, mich wundert es nicht, wenn hier die Erzählerin, die ja selber eine gewisse Affinität zu Ingerim vermutlich hat, dass sie ihm vielleicht auch sowas als erstes in den Mund legt, als erst gewesen ist. Ja, also das ist ja auch eine subjektive Beschreibung, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber warum hat sie eine Affinität zu Ingerim? Oder nennen wir ihn doch richtig Angrosch.
Nun, also ich, also zumindest, ich sag mal, das Volk der Riesen an und für sich sehe ich schon irgendwie relativ nah. Also es gehört zu den Giganten, so würde ich es mal sagen. Die hatten die in einem deutlich, wenn man mal unterscheidet zwischen Götter und Giganten, dann sind die Riesen erstmal den Giganten näher und unter den Giganten. Da kommen halt so Ingerim, Effat und Firun so, nehmen aus meiner Sicht so ein bisschen die Vorherrschaft ein. Und von den dreien würde ich tatsächlich der Halven am ehesten Ingerim zuordnen, muss ich mal sagen. Ja. Und da sie ist die Weissagerin. Wir haben jetzt aber auch unter den Giganten jetzt keinen Hellseher irgendwie dabei, der so hervorsticht, sag ich mal. Und deswegen ist für mich im ehesten Ingerim, was dazu passt. Okay. Also jeder Gott erschafft Riesen. Wie erschafft man einen Riesen? Das sind Götter, also, soll man das sagen. Ja. Ich weiß nicht, ich hab, glaube ich, mal gelesen, dass die irgendwie die Elemente nehmen und die dann verbinden. Ingerim hat, glaube ich, zuerst Feuerriesen erschaffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hat dann also praktisch Feuer genommen und Humus. Und daraus wurden dann Feuerriesen und andere haben halt ihr Element genommen. Genau. Und Magie wahrscheinlich noch irgendwie dazu, ja. Ja, okay, ja, wahrscheinlich. Verbindendes Element. Ja, ohne hast du wahrscheinlich nur Kohle oder so. Und Asche. Okay, wir haben jetzt eine Armee. Also die Leute draußen sagen, okay, wir können unendlich große Armeen erschaffen und schicken sie jetzt mal gegen die feste Alvaran und die haben sich dann gedacht, okay, wir machen jetzt wieder eigene und schicken die gegen die anderen Armeen. Also auf deren wird gekämpft. Armeen zerwüsten die, derer halt. Derer wird verwüstet, würde ich sagen, oder? Also Alvaran ist ja erstmal nicht auf Derer, also ist ja nicht so, dass sie sich in Nordaventurien sammeln, sich die einen und in Myranor die anderen, keine Ahnung was, und dann marschieren die von da aus nach Alvaran. Also so, also es gibt sicherlich Spuren davon, die, also klar, Derer wird bestimmt verwüstet, weil es da Kollateralschäden geben wird. Aber es ist ja nichts aus meiner Sicht so, dass die sich jetzt mal sammeln müssen oder so etwas und dann irgendwie mit einem Magie-Teleport oder wie auch immer in die Sphäre Alvarans geschleudert werden oder so. Aber ehrlicherweise ist dieses Kapitel, da tue ich mich eh ein bisschen schwer in der Historia. Jetzt mal rein abstrakt gedacht, wenn die Götter ja eigentlich unlimitiert sind in ihrer Macht, mehr oder weniger, dann könnte ja jeder von ihnen beliebig viele Riesen erschaffen, die für ihn oder sie kämpfen. Und dann, wenn 20 sterben, erschaff mal wieder 20. Da kommt man irgendwie in so eine Pattsituation rein, relativ schnell. Ja, was soll das eigentlich noch? Aber deswegen, ja, ich habe auch keine bessere Erklärung, aber ehrlicherweise. Na gut, in der Aventurica sprechen sie auch, es gab eine Pattsituation. Wer hätte das gedacht? Also Alvaran hat ihnen da, glaube ich, noch nicht so viel geholfen. Meine Vermutung ist hier, die Bedeutung Alvarans wird die kamale Energie, die man daraus ziehen kann, wird praktisch erst dann gemacht, wenn es mehr Anhänger gibt, glaube ich. Das würde ich auch so sehen, ja. Ja, also ihr beide nicht nur nicken, also wir sehen uns im Videochat, das nicken würde ich auch immer. So sehen, ja. Stimmen mir zu, dann sagt keiner was. Das ist, unsere Hörer hören das ja, sehen das ja nicht. Okay, es gab also eine Pattsituation, tausende, Milliarden, Quadrillionen, Riesen sind schon gestorben. Und einige haben sich aber gedacht, ja, so ein Riese, so ein, also gut, Keule halten, Keule herstellen, aufeinander draufhauen oder je nachdem, was für ein Riesen es ist. Ich habe jetzt gelesen, so ein Humusriese ist halt eine gewaltige Flechte und fährt dann einmal über die Erde und macht alles platt. Aber andere haben sich gedacht, okay, wir müssen denen auch was beibringen. David, sind denn die Götter erschienen als Lehrer und haben dann gesagt, hier, ich bringe dir Feuer. Oder was haben die gemacht? Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, also das Besondere an den Humusriesen oder den Riesen mit einem höheren Humusanteil im Cocktailrezept war quasi ja die Fähigkeit einmal zur Regeneration, zur Selbstheilung und aber auch zur Vermehrung, zur Fortpflanzung, sodass eben das nicht nur Wesen waren, die erschaffen wurden zum Zweck des Kampfes und dann sich erschlagen haben, sondern die auch die Möglichkeit hatten, sich aus eigener Kraft zu vermehren und dadurch auch so eine gewisse, ja, aus sich selbst kommende Vergrößerung ihrer Anzahl ermöglichen konnten. Und genau dann ist es, wie du sagst, also dieses Lehren durch die Götter ist wohl nicht so dieses, ja, klassisch griechisch-römische Modell, da kommt einer und bringt das Feuer oder so, sondern es ist eher die Inspiration, die göttliche Inspiration, dass man sagt, es gibt vielleicht einige oder Auserwählte unter den Ersten, die Träume haben oder die Dinge sehen und dadurch ein Verständnis erlangen über ein
Methodik oder Technik, die sie vorher noch nicht beherrscht haben. Mhm. Es gibt zwar die Hesinde-Schule, aber die Hesinde-Schule des zweiten Zeitalters ist nicht so gegenständlich wie die im modernen Aventurien. Ja. Es gibt ja auch die zweite, ich sag mal, so ein bisschen angedeutete Ansatz, dass, ich sag mal, die Götter ihre, also als die Götter irgendwie verstehen, Mensch, die entwickeln sich ja von sich aus ein Stück weit. Die können ja ein bisschen mehr als so den Knüppel schwingen und auf den anderen reindreschen, dass sie vielleicht über Alvaraniare oder Ähnliches etwas beibringen. Also ich sag mal, in der heutigen Logik gewissermaßen, da tut sich plötzlich einer von diesen Riesen hervor und sagt, Mensch, lasst uns doch mal dies und jenes machen, der ist irgendwie cleverer als die anderen. Vielleicht, weil er eben von den Göttern gesandt wurde, als Alvaraniare ihre Gestalt angenommen hat. Und dann, heute ganz modern würde man sagen, so Leadership an den Tag legt und sagt, hier, ich gehe mal voran und lass uns doch mal gucken. Und guck mal, wenn wir Holz lang genug reiben, dann kommt plötzlich eine Flamme raus. Cool, das versuchen wir jetzt mal alle. Also kein klassischer Lehrer, dass alle Riesen in der Schulbank sitzen oder so, sondern einfach jemand, der durch Taten inspirierend wirkt und andere zum Nachmachen anleitet sozusagen. Ja. Was ist denn ein Alvaranier? Ich dachte, das sind die Unsterblichen aus Alvaran, aber... Sind ja in diesem Sicht eher der Alvaraniare so die Sendboten, sage ich mal, an der Stelle. Also namentlich kennt man heute ein paar, ich weiß nicht, ob es die damals auch schon gab, aber irgendwie so jetzt vielleicht vom Gülden kennt man nicht so viele, aber wenn man sagt, Praios hat Ukuri meinetwegen irgendwie als Sendboten, den man heute als Namen kennt, also irgendjemand, eine Entität, die erstmal per se nicht unbedingt unsterblich ist, aber also zumindest über sehr viel Macht noch verfügt, dem die Götter oder der die Götter vertrauen und so ihre Aufträge ausführt, sage ich mal, ja. Ah, okay. Was, okay, also praktisch einfach die Kinder sind es ja nicht, also Halbgötter sind es dann, oder? Ja, da weiß ich nicht, ehrlicherweise, wie man sie klassifiziert, Alvaraniare, das sind irgendwelche, gibt es bestimmt eine Erklärung, ich hab sie gerade nicht da, ehrlicherweise. Guck mal in Davids Richtung, ob der sie... Ja, ich glaube tatsächlich, die Trennung ist da nicht immer so scharf, also es gibt so halbgöttliche Alvaraniare und nicht halbgöttliche Alvaraniare. Das ist, glaube ich, aber auch einfach durch die Art, wie DSA entstanden und gewachsen ist, so, dass es da an der Stelle nicht so eine ganz trennscharfe Definition gibt, was ist nun ein Alvaraniar und gibt es die in verschiedenen Stärkeklassen oder so, sondern das, also da gibt es, glaube ich, wirklich solche und solche halbgöttliche und geringer abgestuft weniger halbgöttliche. Okay. Die Götter haben, oder die Unsterblichen haben oder kämpfen gegeneinander. Ist es eine Patt-Situation? Was passiert dann? Wie wurde das Patt gelöst? Ja, es gibt dann ja, also irgendwann kommt der gemeinsame Feind, in Anführungszeichen, der dazu, das ist ja eigentlich auch ein ganz klassisches Thema, ne? Man kämpft so lange und merkt, es geht nicht weiter und dann kommt es ja vielleicht zum Glück, muss man in Anführungszeichen sagen, zum Pech für alle heute Lebenden, der gemeinsame Feind, weil dann so etwas wie Dämonen oder Schattenwesen, heißen sie, glaube ich, dann auch in der Beschreibung, kommen, die offenbar wirklich falsch sind, wenn man es so sagen darf, auch aus Sicht beider Parteien, und die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es sowas gab oder geben könnte, fallen wiederum auch über die Heere her und dann heißt es halt, gegen das müssen wir uns zusammen, da müssen wir irgendwie zusammen einsteigen, auch wenn wir sonst Meinungsverschiedenheiten haben, ja. Okay. David, wo kommen die Dämonen her, wenn sie vorher nicht gab? Ja, Calvin sagt, dass sie im Grunde entstanden sind aus den Seelen oder dem, was übrig geblieben ist, der Unsterblichen, die den Tod gefunden haben in dem Kampf. Es sind ja dann, also wie wir schon gehört haben, also es gab zwar keine eindeutigen Sieger und Verlierer, aber es sind natürlich trotzdem auch also zahlreiche Sterbliche und aber eben auch Unsterbliche dabei zu Tode gekommen, beziehungsweise haben ihre Existenz beendet. Und dabei sind einige der Unsterblichen eben an einen Ort gelangt, der außerhalb des bis dahin bekannten Sphärenmodells liegt, also des bis dahin begrenzten Raumes, da wo quasi die Trennung von Ordnung und Chaos noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise eben da, wo das Chaos geblieben ist, nachdem man das von der Ordnung getrennt hat. Und da sind sie dann in diesem Chaos quasi, haben sie sich gewandelt und sind zu etwas anderem geworden und sind zu etwas geworden, was eben stark chaotisch geprägt ist und auch geprägt ist vom Hass und von der Vergeltungssucht gegenüber denjenigen, die sie getötet, die ihre Existenz beendet haben. Das heißt, je länger der Kampf andauerte, desto größer wuchs auch die Zahl dieser Wesen. Also Calvin spricht ja davon, dass diejenigen, die aus reinen Elementen bestehen, wieder zurück konnten in die andere, in die zweite Sphäre, glaube ich, und sich mit dem Element wieder verbunden haben, aber
die anderen, die aus Mischwesen, aus mehreren Elementen haben, durch die Erschaffung haben sie automatisch eine Seele erschaffen, sozusagen, oder sich selber erschaffen durch Bewusstsein, und die konnten nirgendwo hin und sind dann ja überall durch die Sphären gestriffen und irgendwann außerhalb gelandet, und so entstanden die Dämonen und die Unsterblichen. Also ich finde es sehr interessant, dass Unsterbliche, jemand, der nicht sterblich ist, sterben kann. aber das wurden dann praktisch die Oberdämonen, oder? Ich glaube, Ogeron wird getötet. Mhm. Der Erschaffer der Oger. Genau, da steht sogar. Mhm. Und der wird dann der Obermufti, Dämonensultan heißt es, glaube ich, ne? Genau, bei Halven sich, glaube ich, auch nicht ganz sicher ist, ob es so ist, aber das ist so eine sicherlich ganz plausible Erklärung erstmal. Wenn ein Unsterblicher stirbt, dass der dann zu etwas Besonderem wird, unter den sowieso schon Besonderen, das könnte dieser Dämonensultan sein, genau, ja. Okay, der Dämonensultan sammelt seine Armeen aus anderen Dämonen und die greifen dann alle anderen an. Die dachten dann, scheiße, was ist hier passiert? Wir machen jetzt einmal einen kurzen, wir verhandeln einmal, oder wir unterbrechen unseren Kämpfen und hauen erstmal dem anderen da auf den Sack. Genau. Wenn man, also so wie ich die Interpretation von Halven lese, sagt sie ja auch, eigentlich alle von uns, in Anführungszeichen, die jetzt in diesem Kampf vorher gestorben sind, die werden ja irgendwie zu diesen Dämonen. Das führt ja zu einem rein zahlenmäßigen Problem, dass wenn die Dämonen angreifen und andere besiegen, sie quasi dadurch Nachschub bekommen. Ja, also das ist sicherlich eine schwierige Situation, wo ich denke, dass die ja nicht allzu dummen, erfreulicherweise, Götter relativ schnell merken, Mist, da müssen wir uns wirklich zusammentun, weil sonst ist man schneller aufgerieben, als man, auch wenn man als Gott natürlich, haben wir vorhin gesagt, wahrscheinlich nachproduzieren kann, produziert man damit automatisch auch wieder Kräfte des Feindes nach. Ja, ja. Also man kämpft praktisch gegen einen Untoten her. So ungefähr, genau, ja. Ich hab's jetzt ich erinnere mich jetzt gar nicht dran, aber was passiert denn, wenn ich einen Dämon erschlage? Führt der wieder Dämon? Also, ich glaube, dazu hat sich Halven nicht ausgelassen, wenn ich es richtig sehe. Schade eigentlich. Würde ja aber insoweit Sinn ergeben, dass im modernen Aventurien auch die Vorstellung diese ist, dass das die erschlagene Wesenheit dann in ihre Ursprungssphäre zurückkehrt und von dort aus ja auch erneut beschworen. Also nicht endgültig in der Existenz dadurch beendet wird, dass man sie erschlägt. Ah, okay. Also sie gehen dann wieder zurück in die, ja, in außerhalb der Sphären sozusagen. Okay, und kommen dann immer wieder. Ja gut, was, Raphael, du meintest, intelligente Unsterbliche haben sich was einfallen lassen. Was haben sie sich denn einfallen lassen? Ja, letztlich haben sie sich ja da, also erstmal, dass sie sich nur verbündet haben zum einen natürlich und zum anderen dann, so wie Halven es beschreibt, auch gesagt haben, wir müssen eigentlich einen Ort schaffen, an denen diejenigen von uns, die sterben, ja, sich sammeln können, in Anführungszeichen. Also dann ein Friedhof, würde man vielleicht heutzutage sagen, für die gefallenen Riesen und Avatare und was sie nicht alles haben, damit die eben nicht in dieses Chaos kommen. So schaffen sie in diesem Zeitalter tatsächlich erst wirklich das Totenreich. Und dann natürlich versiegt gewissermaßen der Nachschub für das Dämonenheer, sodass dann auch ein Sieg am Ende möglich ist. Ah, okay. Also die vierte Sphäre ist das dann, ne? Genau. Und was ist da drin? Also ich meine, ist doch nicht nur, hier kannst du dich hinlegen und das war's? Oder ist es dann, hat denn jeder seinen eigenen Himmel sozusagen, den man sich da ausdenkt? Was da, das ist eine gute Frage. Was ist da, was passiert da schon in dem zweiten Zeitalter? Also heute wissen wir, wir sprechen von den 12 göttlichen Paradiesen auch, wo Leute eingehen können. Das gab es sicherlich in dem Sinne noch nicht. Ich halte nicht ganz so stark so ausgelassen. Ich gucke mal, vielleicht finde ich noch was, aber ich denke ehrlicherweise, also ich weiß nicht, ob, stellen wir das so ein bisschen so vor, meine Vorstellung, wenn man sich, wir hatten ja vorhin mal anfangs über die Filiason-Saga gesprochen, da gibt es ja in dieser Globule auch dieses Reich unter den Wellen oder wie das heißt, so die ganzen Toten als Lichter umhergeleiten, sage ich mal. Ich hätte mir das am Anfang auch so vorgestellt. Du hast da wirklich einen großen, endlose Weite, wo irgendwie die Seelen von den Verstorbenen sich bewegen können und dass sie ohne jetzt irgendwie alles, was stirbt und eben nicht Dämonen zugehört oder angehörig ist, kommt da erstmal rein. Und wie das später strukturiert wird, hätte ich gedacht, passiert erst in einem späteren Zeitpunkt. Da bin ich ja mal gespannt, was noch so passiert. Was passiert denn? Also sie haben das Reich der Toten. Das heißt, wenn ich einen Dämon erschlage, geht er auch ins Reich der Toten? Weil der Dämon geht ja auch, so wie David es vorhin beschrieb, eigentlich zurück in die Niederhöllen. Also aber zumindest, also die Dämonen kriegen keine Verstärkung mehr durch erschlagene Riesen,
und was auch immer auf der Trolle, Oger etc. pp. Die gehen jetzt ins Totenreich ein, während ansonsten die Dämonen sicherlich wieder erstmal zurück in die Niederwelt kommen. Wobei die Frage ist, wie schnell kommen die dann zurück? Passiert das sofort? Muss der Dämonensultan auch erstmal Kraft dafür aufbringen? Das ist in dem Detail gerade, weil jetzt sich Ralve nicht mit, ja. Okay. Sie können dadurch verhindern, dass sie Verstärkung bekommen und können sie dann zurückdrängen. Genau. Und ja gut, jetzt sind sie draußen. Was haben die Unsterblichen jetzt gemacht? Im Grunde also nochmal ein weiteres Bollwerk geschaffen. Also diese Trennung der Sphären nochmal erweitert, wie bei einer Zwiebel, um eine zusätzliche äußere Schicht, die dann später als die sechste Sphäre in dem Sphärenmodell dargestellt wird, wo man sagt, es gibt quasi ein Bollwerk, was diese Sphäre komplett umgibt und verhindert, dass eben unkontrolliert Wesenheiten hineingelangen können von außerhalb aus dem chaotischen Bereich, was ja auch Ursache dafür ist, dass eben im gegenwärtigen Aventurien nicht mehr Dämonen alltäglich sind, sondern nur durch ein gezieltes Herbeirufen durch einen Beschwörer oder über einen speziellen Zugang dorthin gelangen können. Und das eben die große Ausnahme ist, dass diese Wesen die Möglichkeit haben zu gelangen. Mhm. Und ansonsten sind sie eben durch dieses Bollwerk daran gehindert, hineinzukommen. Okay. Also sie haben eine große Mauer gebaut. Trumpsche Modell. Kann man sagen, ja, genau. Ja, okay. Nur, dass das, ich sag mal, Ralven beschreibt ja im Wesentlichen selbst die Kampfeslustigsten von uns haben jetzt nur echt keine Lust mehr. So langsam nach den wirklich, wenn man vielleicht auch davon ausgeht, so ein bisschen, dass je länger ein Zeitalter zurückliegt, umso länger hat es gedauert, kann man sich ja wirklich vorstellen, wie sich so der Kampf gewährt haben muss. Dass sie gesagt haben, so, jetzt haben wir die endlich mal zurückgeworfen und jetzt haben wir alle genug vom Kämpfen. Deswegen hören wir jetzt auf damit. Ja. Okay, also die Parteien schließen Frieden. Und es dürfen jetzt alle rein? Oder sie machen ein Lossystem? Was passiert? Ja, alle rein ist schwierig, weil und so ganz demokratisch gelöst wird das auch nicht, aber man findet quasi eine neutrale Instanz, von der man sagt, die gilt als hinreichend vorurteilsfrei, um künftig darüber zu entscheiden, wer einen der begehrten Plätze bekommt. Und die Sitzplätze sind eben auch limitiert in ihrer Gesamtzahl und auch in der zeitlichen Dauer. Und K, die quasi die Hüterin des Weltengesetzes auch ist, die soll künftig festlegen, zu Beginn jedes Zeitalters oder zum Ende des Alten, wer für die nächste Amtsperiode, nenne ich es mal, einen Platz bekommt in Alvaran. Ja. Und die anderen Unsterblichen, auch die dabei nicht berücksichtigt werden, sind eben angehalten, sich daran zu halten und das hinzunehmen, ohne erneut gleich einen Knick vom Zaun zu bekommen. Okay. Also das sind dann praktisch die alvaranischen Gesetze, die jetzt ich wollte jetzt Weltenkern sagen, das ist aber das falsche Wort, wo werden die festgeschrieben? Also Weltgesetz, ja. Also ja, doch, stimmt, Weltengesetz. Weltgesetz, ja. Was quasi den Zusammenhalt, der das ermöglicht. Okay. Es gibt jetzt, also, es gibt Sachen, die sich jeder kümmern muss. Also jemand muss um die Elemente, also jeder Element, einen obersten Richter, einen verantwortlich für Tod, einen Lebensspender, einen obersten Heerführer, der Herold der Götter. Und je nach Macht eines Gottes kann man ein oder mehrere ausüben. Ihr habt ja schon gesagt, die werden auch immer mächtiger über die Zeitalter, deswegen sind immer weniger in Alvaran unterwegs. Wer wird denn ausgewählt, David? Ja, wir haben zunächst den Goldenen, den wir ja schon kennen aus dem, vom Beginn des Zeitalters quasi. Dann haben wir Charybda, die erneut die Herrschaft über das Wasser übernimmt. Traios, der ja der Beleuchter quasi war bisher, dem die Herrschaft über das Feuer zukommt. Kauka, die Hoheit über die Luft. Hazafa, das Erz, das Element Erz. Firun, das Eis. Und Mada, die Magie. Und dazu kommt Zatuaria, die ja auch schon eine Alteingesessene quasi ist, als Herrin über das Element Humus und zugleich als auch die Lebensspenderin unter den Göttern. Und als Herr des Todes wird Tairach benannt, der im gegenwärtigen Aventurien als orkische Gottheit oder auch als der negativ behaftete Gottheit, die auch im Zusammenhang steht mit Untoten, Herbeirufung zum Beispiel, steht. Also von Boron an dieser Stelle noch nichts zu sehen oder zu hören. Mithrida bleibt die Heerführerin, die sie ja zuvor schon war, und
Fex ist weiterhin unser Hermes, Götterbote. Und dann gibt es noch Nandus, als hier genannt als Berater des Güldenen, also der nun keine ganz konkrete Funktion scheinbar hat, sondern mehr so, der darf auch mit. Und Reiskram, der ja auch einer von den Himmelswölfen, später von den Wesenverwirrten Himmelswölfen ist. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass Graufang Mithrida zur Seite gestellt war. Was ist mit ihm passiert? Graufang heißt, wird quasi, glaube ich, der Einzige, der weiter kämpfen möchte, als die anderen jetzt wirklich ihre Ruhe haben wollen. Und ich glaube, Ralven beschreibt, er ist kaum zu bändigen und die Götter entscheiden, dass sie ihn, ich sag mal, an die Leine legen, würde man es vielleicht nennen an der Stelle. Also, dass er wirklich weggesperrt wird, dass er in seiner Wildheit eingeschränkt wird und nicht mehr mitspielen darf im Sinne. Mhm. Ja. Und zu einer späteren Zeitpunkt, also er wird nicht ausgeschlossen, dass er oder dass man ihn verbannt, weil er sagt, er ist unwürdig, sondern er soll zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder auftreten können. Ja, das wird der Wunsch. Ah, okay. Also als Wachhund, der an der Kette liegt und wenn man ihn loslässt. Okay. Wehe, wenn er losgelassen oder so, ja. Gut, dann ist jetzt das Zeitalter schon vorbei oder passiert noch mehr in diesem Zeitalter? Ich habe man jetzt gerade nicht mehr gehört, Raphael. Ja, also entschuldige, ich denke, ja, es ist so ein bisschen unklar, ehrlicherweise. dieses Bollwerk, was sie erschaffen, das gehört meines Erachtens noch zu dem Zeitalter. Es gibt ja immer diese Zeitalterwende, ich muss das Wort immer nachschlagen, weil es so kompliziert ist. Kammerkorpion. Genau. da weiß ich nicht jetzt genau, was jetzt noch in diese Waldzeitwende gehört oder was in dem Zeitalter selbst noch geschieht, aber ansonsten mit der Wahl, in Anführungszeichen, der neuen Götter geht man in das dritte Zeitalter über. Genau. Ja, okay. Gut. Die 12 göttlichen Überlieferungen, da würde ich sagen, was haben die denn erzählt? Gehen die, also sagen sie davon, dass Ingrim draußen stand und rein wollte und der Güldene ist ja der Namenlose, wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere. Genau. Er ist der oberste Richter. Ich glaube nicht, dass es die 12 göttliche Kirche hier so mitteilsam ist, oder? Was erzählen die denn? Also ich wollte nur sagen, es ist ja durchaus auch heute so, also in der heutigen aventurischen Sicht, dass man ja sagt, naja, der Fall des Namenlosen, der kam zu einer gewissen Zeit, der war nicht immer böse, sondern irgendwann ist er halt gefallen. Das ist ja etwas, was, gut, das vielleicht nicht jeder Preis oder Bandstrahler so zugeben würde oder sowas, aber was durchaus in 12 göttlichen Kirchen, gerade in der, ich sag mal, der Wahrheit oder der Wahrheit der Wissenschaft Verpflichteten, so will ich es mal nennen, wie Hesinde oder so etwas, was da durchaus bekannt ist, dass es auch mal eine andere Zeit gegeben hat. Deswegen ist das für mich erstmal noch kein Widerspruch auch, dass man eingesteht, es war auch mal was anderes, aber heute, und das ist ja das letztlich das, worauf die 12 göttliche Kirche sich so einstellt, dass sie seit dem Sidem Horas Edikt, das ist jetzt wie viel Herz? 1300 Jahre ungefähr oder sowas, ne? Ich glaube 200, 300 vor Bosporans Fall muss es gewesen sein. Da ist ja festgelegt, das sind die 12 Richtigen und nur die sollen wir anbeten. Und früher hat es auch mal was anderes gegeben. Das ist in gelehrten Kreisen und nicht nur bei Schwarzmagiern noch unstrittig, nicht? Ne? Ja. Und gleichzeitig wahrscheinlich eben für die meisten Aventurier trotzdem völlig fremd. Also die kennen eben, wenn sie etwas kennen, die offizielle Herleitung und stellen das auch nicht in Frage. Und ich muss tatsächlich sagen, für mich ist auch Delcher als langjähriger DSA-Spieler mit der offiziellen 12 göttlichen Mythologie groß geworden bin. Für mich war das auch irgendwie viel vertrauter und stimmiger beim ersten Lesen als das andere, was Calvin da erzählt, weil ich dachte, ja klar, das, so kennst du das und so ist es gewesen und irgendwie. Obwohl das natürlich auch seine Widersprüchlichkeiten und Lücken beinhaltet. Okay, also die 12 Götter haben, glaube ich, gesagt, ja, es gab den Krieg sozusagen zwischen den Unsterblichen und den Sterblichen. Also die gehen, glaube ich, sie reden eher davon, dass halt die Riesen und sozusagen auf der einen Seite und die Götter auf der anderen Seite waren und nicht, dass jetzt Ingrim zum Beispiel draußen stand und rein wollte, ne? Ja, zum Teil. Es ist so ein bisschen widersprüchlich tatsächlich an der Stelle, weil es heißt eben, als die Schlacht begann, waren 12 Götter in Alvaran drin und später werden ja 6 neue reingelassen, 6 Giganten, das sind aber am Ende wieder 12. Das heißt, es müssen ja von den ursprünglichen 12 dann doch irgendwie 6 ihre Existenz beendet haben oder wurden rausgeworfen oder sind dem Bösen anheimgefallen wie der Namenlose. Das wird aber so ein bisschen, also das wird, glaube ich, nicht irgendwie weiter erläutert. Das sind eben am Anfang 12 und
Danach sind es wieder 12, aber jetzt sind eben Ingrim und Co. noch mit dabei. Mhm. Die vorher nicht namentlich auftauchen. Ja. Wobei, in dem Zeitalter haben wir ja sogar 17. Da weiß ich, da gehen die. Aber in der 12-göttlichen Überlieferung spricht man da nicht von 17 an der Stelle. Ja. Mhm. Ja, und dann beginnt, glaube ich, die Mythen der Angoshim hier auch, weil Ingrim ja das erste Mal als Schöpfer und Handwerker in Erscheinung tritt, ne? Genau, wobei für die Zwerge, dass die nochmal einen anderen Fokus legen als die Menschen, für die heißt es in der Historia, ist das mehr diese Erzählung des ersten Kampfes ist dann mehr so eine Einleitung, und viel spannender ist eigentlich die Geschichte mit den Drachen, die ja eigentlich das Böse sind in der Welt, die es zu bekämpfen gilt. Und das andere ist dann mehr so eine Art Prolog, der zwar auch miterzählt wird, aber eigentlich spannend ist ja dann eher eben, wie war das mit den ersten Drachen, wie war das mit Pyrlakor, das, ja. Deswegen lässt sich wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die Zwerge auch gerade, was dieses Thema angeht, tolerantere Diskussionspartner als manche Menschen oder zumindest die Priester unter den Menschen. Völkern, weil das, weil die einen anderen Fokus legen. Okay. Gut, dann haben wir es jetzt eigentlich, glaube ich, soweit das zweite Zeitalter beschrieben. Oder fällt euch noch irgendetwas ein, was wir noch vergessen haben? Nee, ich denke, soweit sind wir. Das dritte kann beginnen, sozusagen. Ja, da schließe ich mich an. Okay, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber für die, die es bis hierhin ausgehalten haben, also wir hatten nur eine kurze Pause noch eingelegt und wollen jetzt wieder regelmäßiger anfangen, weitermachen. Raphael wird bestimmt auch nochmal dabei sein. Mal gucken, wann. Spätestens, wenn es sowas wie Hochelfen gehen könnte, dann könnt ihr mich gerne wieder dazu nehmen. Na gut, ich glaube, das dritte Zeitalter, wenn ich das, da kommen, glaube ich, die großen Drachen werden erschaffen, ne? Irgendwann, irgendwie. Wir sind gespannt und dann danke ich euch da draußen für die Zeit. Falls ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, schreibt uns einfach, kontaktiert uns. Wo ist egal. Wir versuchen auch Fragen zu beantworten. David hat ja letztes Mal schon sehr ausführlich geantwortet. Also wenn ihr da noch irgendwas wissen wollt, David, und wenn nicht, dann werden wir jetzt auch einfach Raphael ins Fragenteam mit einbinden, er nickt schon. Alles, was mit Riesen zu tun hat, geht dann direkt weiter an Raphael. Genau. Gut, dann Raphael, danke für deine Zeit, deine Expertise. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, immer, immer wieder, es wird öfters kommen. David, ich danke dir natürlich auch für deine Zeit, deine Expertise, und ich freue mich aufs nächste Mal. Und an euch da draußen, viel Spaß, schönen Tag noch, spielt mehr Rollenspiele, man kann nie genug spielen. Und bis zum nächsten Mal, ciao. Er durfte jetzt auch Tschüss sagen. Ach so, alles klar, tschüss. Tschüss, macht's gut.